Gut, dann will ich nochmal zusammenfassen, was wir gestern alles gelernt haben. Wir sind ja die Zahlenmengen durchgegangen, haben angefangen mit den natürlichen Zahlen, dann kamen die ganzen Zahlen, zum Schluss waren wir bei den rationalen Zahlen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass die ganzen Rechenregeln sich durchziehen und auch für alle folgenden Zahlenmengen dann gelten. Und ich schreibe jetzt die wichtigsten Rechenregeln nochmal auf. Die gelten dann tatsächlich für alle rationalen Zahlen. Also, die erste Regel wird Ihnen jetzt offensichtlich vorkommen, ist es aber gar nicht unbedingt. Wenn A und B rationale Zahlen sind, dann sind A plus B und A mal B auch rationale Zahlen. Und denken Sie dran, die Regel hatten wir auch für ganze Zahlen und für natürliche Zahlen. Wenn A und B beides zum Beispiel natürliche Zahlen sind, dann sind Summe und Produkt auch wieder natürliche Zahlen. Das gilt auch für ganze Zahlen. Das ist das, was die Mathematiker abgeschlossen nennen. Man sagt also, diese Menge ist abgeschlossen bezüglich dieser Operationen. Man kann sozusagen nicht aus Versehen diese Zahlenmenge verlassen, dadurch, dass man zwei Zahlen addiert oder multipliziert. Die zweite Sache sind die Kommutativitätsgesetze. Die besagen, wenn A und B irgendwelche rationalen Zahlen sind, da schreibe ich jetzt nicht mehr extra alles hin, dann gilt A plus B ist B plus A und das gilt auch für die Multiplikation, A mal B ist B mal A. Das heißt, bei diesen grundlegenden Rechenoperationen Plus und Mal, wir hatten ja letztes Mal von den zwei Grundrechenarten gesprochen, kommt es nicht auf die Reihenfolge an, was links steht und was rechts steht, was zuerst kommt und was danach kommt. Das dritte war die Assoziativität. Das heißt, es kommt, wenn man keine gemischten Terme hat, sondern wenn man nur Plus oder nur Mal hat, nicht darauf an, in welcher Reihenfolge man das ausrechnet oder anders gesagt, Klammern spielen dann keine Rolle. Aber nur, wenn man entweder nur Mal oder nur Plus hat. Also für Plus sieht das so aus, A plus B plus C ist A plus B plus C. Und für Mal heißt das, A mal B mal C ist A mal B mal C. Das vierte waren die neutralen Elemente. Es gibt einmal die Zahl 0, die hat die Eigenschaft, wenn ich die zu irgendwas dazu addiere, dann ändert sich nichts. Das bedeutet, A plus 0 ist immer A. Und es gibt die Zahl 1, die hat die Eigenschaft, wenn ich die mit irgendwas multipliziere, ändert sich nichts. Das heißt, 1 mal A ist auch immer A. Und dann schreibe ich noch eine Sache auf, die ist in diesem Fall uns klar, weil wir mit den Zahlen vertraut sind, die ist aber im abstrakten Sinne nicht offensichtlich. 0 und 1 sind nicht dieselbe Zahl, also 0 und 1 sind verschieden. Dann fehlen uns noch die sogenannten inversen Elemente. Erstens, zu jedem a gibt es eine Zahl, die man minus a nennt, mit der Eigenschaft, dass wenn ich a und minus a addiere, 0 rauskommt. Also das neutrale Element von oben kommt hier raus. Und B, zu jedem A gibt es eine Zahl, für die man auch minus 1 schreibt, mit der Eigenschaft A mal diese Zahl auch minus 1 ist die 1 von oben, das andere neutrale Element. Und da habe ich jetzt extra einen kleinen Fehler eingebaut, den Sie mir jetzt vielleicht sagen. Genau, das ist natürlich wichtig. Hier oben gibt es tatsächlich zu jeder Zahl ein Inverses bezüglich der Addition. Zu jeder Zahl gibt es das entsprechende Minus-Pendant, auch zur Null. Das ist einfach Null selbst. Aber dieses hier funktioniert nicht immer. Es gibt eine Ausnahme und wir hatten letztes Mal auch darüber gesprochen, dass man diese Ausnahme auch nicht los wird. Zu jedem A, das ungleich Null ist. Zu Null gibt es so ein inverses Element nicht. Und die letzte Rechenregel, die uns noch fehlt, wenn Sie mal hier genau hinschauen, dann sind dies alles Rechenregeln, die entweder was über Plus aussagen oder sie sagen was über Mal aus. Es gibt bisher noch überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Plus und Mal. Und die letzte Regel, das ist das Distributivitätsgesetz, sagt etwas darüber aus, dass diese beiden Rechenregeln in gewissem Sinne zusammenhängen, dass die sich also vertragen. Das ist die Distributivität, die besagt, dass A mal B plus C dasselbe ist wie A mal B plus A mal C. Das gilt in beide Richtungen. Wenn Sie also das von links nach rechts machen, dann nennt man das Ausmultiplizieren. Wenn Sie das von rechts nach links machen, nennt man das Ausklammern. Und dadurch wird der Zusammenhang zwischen Plus und Mal hergestellt. Diese Regeln sind im Prinzip alles, was Sie brauchen. Alles andere, was wir gestern gemacht haben, kann man daraus herleiten. Zum Beispiel
ganz triviales Beispiel. Ich habe nicht aufgeschrieben, dass eine von den Rechenregeln 0 mal a ist 0 ist. Das ist auch in dem Sinne keine Rechenregel, sondern das folgt aus den anderen Rechenregeln. Natürlich sollte man ein paar von den anderen Regeln trotzdem im Kopf haben und sich nicht immer alles wieder herleiten, wenn man es mal braucht. Aber man kann zur Not immer auf diese Sachen zurückgreifen. Die sagen einem eigentlich alles, was man wissen muss. Und was ich vielleicht auch nochmal wiederholen sollte, also die Rechenregeln hier sind vorbei. Wir haben dann Abkürzungen eingeführt. Bisher ist ja nicht die Rede von Minus und geteilt. Wir haben A minus B geschrieben, aber das sollten Sie immer einfach nur als Abkürzung betrachten von dem Ausdruck A plus minus B. Das heißt, zu A wird addiert das Negative von B, weil wenn Sie das so hinschreiben, wie es da jetzt rechts steht, Sie die Rechenregeln von oben anwenden können, vertauschen und so weiter. Wenn Sie das nicht machen, dann haben Sie alle möglichen Probleme, weil für diesen Ausdruck keine Kommutativität gilt und keine Assoziativität und so weiter. Und entsprechend haben wir A geteilt durch B als Abkürzung eingeführt für A mal der Kehrwert von B. Das ist die gleiche Sache. Auch hier laufen Sie besser, wenn Sie das sich so vorstellen, weil Sie dann keine Fehler machen, aus Versehen die Reihenfolge vertauschen etc. Und dann haben wir noch diverse Konventionen gehabt, die will ich jetzt nicht nochmal alle aufschreiben. Punktrechnung vom Vorstrichrechnung. Es wird von links nach rechts gerechnet, wenn keine Klammern da sind und so weiter. Mahlzeichen kann man weglassen, das habe ich hier oben auch schon gemacht. Ich sage Ihnen nochmal einen Begriff, den müssen Sie jetzt nicht unbedingt sich merken, aber wenn man so eine Rechenstruktur hat, in der diese Regeln gelten, dann nennt man das einen Körper. Und Sie werden noch sehen, zumindest die Leute, die Media Systems studieren, dass das nicht der einzige Körper ist. Einen Körper werden wir gleich auch noch sehen, den kennen Sie eigentlich irgendwie aus der Schule schon, aber für die Informatik sind auch die sogenannten endlichen Körper wichtig. Und im ersten Semester Media Systems werden wir über endliche Körper sprechen und dann werden Sie sehen, dass es Strukturen gibt, die zum Beispiel nur 3 oder 7 verschiedene Zahlen haben und mit denen kann man so rechnen, wie wir hier gerechnet haben. Die werden dann für solche Sachen wie Verschlüsselung und sowas eingesetzt. So, und dann hatten wir ja auch immer gesprochen über eine bildliche Vorstellung, die man von sowas entwickeln sollte. Und wir hatten angefangen mit der bildlichen Vorstellung der natürlichen Zahlen. Die kann man sich ja auch so vorstellen, dass die so alle nacheinander auftauchen. Also Sie haben hier die Zahl 0 und hier haben Sie die Zahl 1 und die Zahl 2, 3 und so weiter. Und es geht immer weiter. Und dann sind die negativen Zahlen dazugekommen, sodass wir insgesamt die ganzen Zahlen haben. Das geht in diese Richtung auch immer weiter. Wo liegen denn jetzt die rationalen Zahlen? Wie muss man sich das denn vorstellen? Ja, die liegen überall rum, ne? Und das ist eine Sache, die man sich tatsächlich relativ schwer vorstellen kann, wenn man genau drüber nachdenkt, weil das unserer Alltagserfahrung widerspricht. Also mal so ein paar ganz einfache Beispiele. Hier zwischen 0 und 1 liegt in der Mitte die Zahl 1,5. Und zwischen 3 und 4 liegt irgendwo die Zahl, sagen wir mal, 3 1/3, also 10 Drittel. Und Sie können hier nach links gehen, dann haben Sie zum Beispiel zwischen minus 3 und minus 4 die Zahl minus 3 1/2. Das im gewissen Sinne Seltsame an den rationalen Zahlen oder das, was sich quasi physikalisch nicht darstellen lässt, ist, wo immer Sie schauen, also wenn Sie sich das Ganze hier als so einen Zahlenstrahl vorstellen, so wird das ja in der Schule auch meistens genannt, wo immer Sie auf diesem Zahlenstrahl, den Sie sich wie so ein Lineal vorstellen können, schauen, wenn Sie sich zwei Zahlen rausgreifen, A und B, gibt es zwischen diesen beiden Zahlen noch eine, die weder A noch B ist. Wie kann man, wenn ich zwei Zahlen habe, A und B, und die beiden Zahlen A und B sind verschieden, eine Zahl finden, die dazwischen liegt? Am besten die, die genau in der Mitte liegt. Genau, das ist einfach der Mittelwert, haben Sie auch in der Schule schon mal gemacht. Diese Zahl hier, die dazwischen liegt, ist A plus B halbe. Also ich sage das nochmal, was ich eben gesagt habe. Wenn Sie zwei rationale Zahlen haben, zwei verschiedene rationale Zahlen, dann liegt zwischen den beiden eine weitere Zahl, einfach der Mittelwert von den beiden. Egal, welche Zahlen Sie nehmen, können Sie irgendwas nehmen, können noch so abstruse Zahlen nehmen. Sie nehmen 3/7 und 9/10/20 oder sowas. Die liegen irgendwo beide zwischen 0 und 1. Dann müssen Sie einfach, wir können das ja vielleicht nochmal gemeinsam ausrechnen, die beiden addieren und das Ergebnis durch 2 teilen. Weil wir letzte Stunde Bruchrechnung geübt haben, machen wir das gleich nochmal. Was muss ich jetzt machen, damit ich das ausrechnen kann? Das ist leider 140. Also hier nehme ich mal 20, 3 mal 20 ist 60 und hier mal 7, 70 und 63 ist 133. Und das Ganze natürlich nicht vergessen durch 2 zu teilen. Jetzt rechne ich erstmal einen Zähler weiter. Das ist 60 und 133 ist 193. Durch 140 durch 2. Wie geht es jetzt weiter?
mit dem Kehrwert mal nehmen. 193 durch 280. Ich würde mal sagen, das sieht so aus, als könnte man das nicht weiter kürzen. Aber das will ich jetzt auch gar nicht ausprobieren. Sie könnten natürlich jetzt zum Beispiel Ihr neu erworbenes Wissen über Teilbarkeit hier anwenden. Aber ich lasse es mal einfach so stehen. Ich wollte Ihnen ja eigentlich auch nur zeigen, wenn Sie zwei Zahlen haben, dann finden Sie dazwischen immer noch eine. Das bedeutet, Sie können natürlich jetzt weitermachen. Ich habe diese Zahl hier zwischen A und B gefunden. Jetzt nehme ich diese beiden Zahlen. Dazwischen finde ich ja auch wieder eine. Die hier. Dann nehme ich diese beiden Zahlen. Dazwischen finde ich ja auch wieder eine. Die hier. Dann kann ich mir jetzt zum Beispiel die nehmen. Dazwischen muss auch eine liegen. Und so weiter. Sie sehen, wie das Spielchen läuft. Das bedeutet, wenn ich zwei Zahlen habe, die verschieden sind, dann liegen zwischen diesen beiden Zahlen noch unendlich viele andere. Wenn Sie also sich jetzt vorstellen, dass Sie mit so einer Lupe auf diesen Zahlenstrahl raufgehen, dann ist es egal, wie weit Sie runtergehen. Lupe, Mikroskop, Elektronenmikroskop und was auch immer. Es wird immer gleich aussehen. Egal wie groß Ihre Vergrößerung ist, Sie sehen immer unendlich viele Zahlen. Während es das im wirklichen Leben ja nicht gibt. Wenn Sie tatsächlich auf irgendeine Struktur immer weiter raufzoomen, dann werden Sie irgendwann auf die Ebene der Atome kommen und der Elementarteilchen und so weiter. Und irgendwann sagen die Physiker, dann ist Schluss. In der Mathematik nicht. Das ist wieder das Thema, was wir gestern hatten. Wir rechnen über Dinge, die nur in unserem Kopf existieren. Also diese Vorstellung sollten Sie schon irgendwie im Kopf haben, dass die rationalen Zahlen so verteilt sind auf dem Zahlenstrahl, dass die überall dicht liegen. Das ist sogar ein mathematischer Fachbegriff mit einer bestimmten Bedeutung. Aber man kann sich das, glaube ich, auch so vorstellen, wie das gemeint ist. Und damit Sie nicht aus der Übung geraten, habe ich zum Abschluss nochmal vier kleine Aufgaben zu rationalen Zahlen. Hier sind die Lösungen. Vergleichen Sie erstmal. Sollen wir irgendwas davon nochmal gemeinsam rechnen? Wie geht man an sowas ran? Was würden Sie da machen? Also das C ausklammern hier vorne. In beiden Fällen kommt hier ja C vor. Sie haben C mal irgendwas und C mal irgendwas. Das heißt, Sie können hier ausklammern. Das ist C mal M plus 2 und hier unten steht D mal C. Und jetzt? Jetzt kann man kürzen, weil da jetzt ja Produkte stehen und bei Produkten dürfen Sie ja kürzen. Und bei beiden steht ein C. Das heißt, dieses C fällt weg. So. Und dann steht hier oben nur noch M plus 2 und hier unten steht D. Und mehr kann man da auch nicht machen. Da ging es eigentlich nur darum zu erkennen, dass man hier kürzen kann. Mit ein bisschen Übung sehen Sie das hier direkt und machen diesen Zwischenschritt gar nicht mehr. Aber Sie müssen natürlich dann sehen, dass das C wirklich überall vorkommt und dass Sie es auch dann entsprechend überall wegstreichen. Wenn Sie sich nicht so sicher sind, dann machen Sie lieber den Zwischenschritt und klammern Sie erstmal aus und erinnern Sie sich an die alte Schulregel, Differenzen und Summen kürzen nur die Dummen. Das heißt also, Sie dürfen nicht irgendwas rauskürzen aus Summen, sondern Sie dürfen nur immer dann rauskürzen, wenn Sie es mit Produkten zu tun haben, wenn multipliziert wird. Die Kürzungsregel ist, A mal C durch B mal C ist dasselbe wie A durch B und hier tauchen nur Produkte auf. Das heißt, hier das C haben wir weggekürzt, M plus 2 ist das, was man hier A nennt und D ist das, was man hier B nennt.